Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit Steffen Roth. Ja, wunderbar. Und zwar zur Frage: Verändern sich durch Krisen die Strukturen einer Organisation? Oder anders gefragt, ändern sich die Spielregeln von Organisationen durch die Corona-Krise? Ja, Steffen, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute über diese Frage miteinander sprechen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wunderbar. Ja, du bist Management-Professor aktuell in La Rochelle in Frankreich. Aber nicht nur das, du bist auch in Finnland aktiv, in Litauen. Die Liste deiner Publikationen ist wirklich beeindruckend. Die Liste deiner Preise und Anerkennungen auch. Und du bist da sehr umtriebig. Und ich glaube, ich habe eben gesagt, du bist für mich schon so eine Art Rockstar geworden in der Systemiker-Szene. Ja, also deswegen ganz toll, dass das heute geklappt hat. Ja, zur Frage. Man könnte ja auch anders fragen, denn, und das liest man ja auch überall im Moment, lernen eigentlich Organisationen aus der Corona-Krise. Und systemtheoretisch betrachtet ist ja ein Lernen nicht immer Verbesserung, sondern bedeutet ja eigentlich erstmal nur Strukturveränderung. Und darauf würde ich einfach gerne mal mit dir schauen, wie da so die Hypothesen sind, wie du das reflektierst. Was glaubst du, werden sich da die Spielregeln in den Organisationen jetzt verändern nachhaltig? Ja, ich denke schon, dass es natürlich, nachdem sich in der in der Umwelt von Organisationen jetzt einiges gedreht hat, dass es dann da auch zu Resonanz kommt und damit zu strukturellen Änderungen in der Organisation. Also was wir jetzt gerade beobachten, ist, dass im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs natürlich Gesundheit einen anderen Stellenwert hat als vorher. Und auf die eine oder andere Art und Weise werden Organisationen darauf reagieren müssen. Was jetzt nicht nur die Kommunikationswege angeht, sondern eben auch wirklich die Entscheidungsprogramme wird das beeinflussen. Also kurzum, ich meine, Organisationen sind immer natürlich im Austausch oder sie reagieren vielmehr nicht im Austausch. Sie reagieren eben auf die Umwelt, sie werden irritiert von insbesondere massiven Veränderungen in der Umwelt. Und wir haben eine ganze Reihe Forschung schon gemacht, eben einfach zu der Frage, welche Funktionssysteme sind eigentlich in der Gesellschaft gerade wichtig? Und wir haben das wirklich historisch gemacht. Wir haben über einen Zeitraum von 200 Jahren untersucht, welche Funktionssysteme eben besonders relevant waren für Gesellschaft. Und es ist natürlich anzunehmen, dass wenn in einer Gesellschaft Religion unwichtiger wird und Politik wichtiger wird, dass sich dann Organisationen auch verstärkt eben auf dieses neue Spiel einstellen oder auf die neue gesellschaftliche Umwelt einstellen. Und ich denke, was jetzt eben im Rahmen der Corona-Krise passiert ist, ist, dass auf jeden Fall das Gesundheitssystem, was vorher unter ferner Liefen eben lief, einen ganz neuen Stellenwert hat. Und dass sich Politik auch wieder unglaublich stark zurückgemeldet hat. Ja, das heißt, wenn wir das in den gesellschaftlichen Kontext stellen, dann wäre also deine These, dass Organisationen sich ja auch immer nach den je geltenden gesellschaftlichen Bedingungen richten, wenn ich das richtig höre. Genau. Und das heißt, wenn jetzt das Gesundheitssystem höheren Stellenwert bekommt, dann bleibt also abzuwarten, wie so etwas dann in Organisationen demnächst auch mitberechnet werden muss. Und da könnte man sich vorstellen, dass es zum Beispiel auch in Zukunft einen höheren Stellenwert haben wird, wie viel Abstand zum Beispiel Personen zueinander haben. Denkst du da an sowas oder woran denkst du ganz konkret, wie sich das in den Organisationen dann ausbilden könnte? Auch, das ist natürlich ganz, ist immer schwierig zu sagen, dass es sich auch auf Interaktion in Organisationen auswirkt, das sage ich immer ungern, weil eigentlich eigentlich gibt es ja ganz streng genommen keine Interaktion in Organisationen. Genau. Aber es gibt natürlich Entscheidungen natürlich. Genau. Aber natürlich gibt es im Umfeld, sagen wir jetzt mal ganz vorschnell vielleicht, natürlich gibt es da bestimmte Arten von Interaktionen und die werden natürlich dann verändert durch Abstandsregeln. Aber ich denke auch, dass es wirklich um
ich sage jetzt mal platt, auf der Ebene auch von Umweltbeobachtungstools oder Mechanismen, dass sich da was ändert oder ändern muss jetzt. Weil bislang, wenn man sich Management-Tools anguckt, arbeiten wir schon noch wirklich mit Soziologie der 1960er Jahre. Also im Großen und Ganzen, wenn man sich so Umweltbeobachtungstools anguckt, wie Pest oder so, ich meine, das ist wirklich in den 60er, 70er Jahren entstanden. Mhm. Auch mit einem ganz starken industriellen Fokus auf chemische Industrie in den USA eben der damaligen Zeit. Und da machte das auch Sinn, dass ich eben auf Politik gucke, weil es ist natürlich eine gefährliche Technologie oder Industrie. Da ist natürlich dann Regulation und politische Entscheidungsträgerei ist da sehr wichtig. Natürlich ist es eine Industrie, also ist Wirtschaft wichtig und Technologie oder halt eben Naturwissenschaft ist wichtig. Und alles andere ist alles andere, wenn du dich in der Industrie damals bewegt hast. Aber diese Art von Tools, die heute noch gelehrt werden, die gehören zum kleinen Einmaleins der an Management-Schulen, an Business-Kurs eben. Und das sind auch wirklich genau die Tools, die nicht nur Studenten, sondern oft auch Manager immer dann benutzen, wenn sie es nicht besser wissen. Ja, also wenn ich keine Ahnung habe, wenn alles crazy ist, dann nehme ich Pest oder Swotte, ja, die Sachen tot. Das ist wirklich. Ne? Aber wie erklären wir uns denn das, dass diese Tools so oldschool sind? Ja, weil sie halt zum einen schon verdammt gut sind, nicht? Es sind hinter den Tools, also dazu haben wir mal gearbeitet in ein, zwei Artikeln, hinter den Tools stehen tatsächlich binäre Unterscheidungen. Mhm. Und die werden quasi mehr oder weniger kreuztabelliert. Und dann entsteht so ein Fenster zur Welt und mit dem Fenster kannst du dir die Welt angucken. Und das Fenster sagt dir dann auch, was relevant ist. Nur haben wir halt jetzt durch den Schock erlebt, dass unsere alten Fenster Sachen ausblenden, die sich mit aller Macht zurückmelden oder zu Wort melden. Wie in die Gesundheit. Gesundheit kommt in Pest nicht vor. Na, eigentlich ist ja alles wie immer, ne? Also wenn wir sagen, Entscheidungen werden immer unter Unsicherheit getroffen und durch Corona ist das nur den Akteuren, den Managern, wenn man so will, viel stärker ins Bewusstsein gelangt, mit welcher Unsicherheit sie da eigentlich tagtäglich umgehen, denn sie blenden sie ja auch häufig aus. Also man ist ja dann in so einer Illusionsblase häufig als Organisation. Mhm. Und die relevanten Umwelten, also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wenig Auswirkungen oder Zusammenspiel mit relevanten Umwelten überhaupt in den Blick genommen werden, in der Selbstbeschreibung von Organisationen. Ne, und ich weiß nicht, wie das ist. Ich meine, du bist ja ein sehr fortschrittlicher Management-Professor, aber was du deinen Studierenden da erzählst, würde mich schon mal interessieren, wo die da hinschauen sollen. Ne, ich sage ihm, dass sie perspektivisch eben nicht nur Tool-User sein sollen, sondern Tool-Macher, also Werkzeugmacher quasi, um den deutschen Begriff zu nehmen. Also man muss zum einen die Management-Tools kennen, dann muss man verstehen, wie sie aufgebaut sind und im Idealfall in der Lage sein, sich eigene zu bauen. Also na, das denke, können sie doch aber nur, wenn sie eine gute Theorie haben. Also wenn wir sagen, Methoden als kleine Schwestern oder Brüder einer guten Theorie, brauchen sie ja auch erstmal ein Verständnis davon, wie überhaupt eine Organisation funktioniert. Oder ein nützliches Verständnis, ne? Definitiv. Gute Theorien sind ja auch Methoden. Also reflexive Theorien sind Methoden, weil sie angeben können, wiederholbar angeben können, wie man zu der Beobachtung kommt, zu der man eben durch die Theorie gekommen ist. Also natürlich brauchen wir dann da auch ein anderes Verständnis von Theorie. Es ist übrigens unglaublich schwierig also ich arbeite ja nicht an der Universität, sondern an einer Business School, an einer Grande École de Commerce. Also das sind diese diese Grande École, die renommierten von Napoleon, der einst gegründeten Alternativinstitutionen zur damals schon verstaubten Universität. So ist der Narrativ. Also wir sind jetzt kurz davor, diese Triple Crown zu kriegen und das ist alles ganz super wichtig. Und trotzdem lernen die Studenten eben mitunter sehr hausbackene Inhalte. Und natürlich versuche ich da anzusetzen und eben zu sagen, hier, wir sprechen hier über Soziologie der 60er Jahre. Soziologie ist relevant. Aber ich musste an den beiden letzten Institutionen, an denen ich bin, tatsächlich auch kämpfen dafür, dass das Organisationstheorie und nicht nur Organizational Behavior ins Curriculum aufgenommen wird.
Ja, so Theorie ist wirklich so ein Igitt-Wort, wie in vielen Teilen der Gesellschaft. Ja, in Organisationen ja auch. Also da heißt es ja auch, also wenn wir zum Beispiel eingeladen werden, Führungskräfte zu qualifizieren, dann kriegt man ja gleich mal mit auf den Weg. Aber schön praktisch, gell? Also nicht so viel Theorie. Ja, also so schön so Handwerkzeug und Methoden, dass die dann danach auch gleich losrennen können. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Aber deswegen haben wir halt unlängst einen Call for Papers gelauncht und die meisten Papers sind auch schon begutachtet, eben zu Theorie als Methode. Und das eben auch in einem Management Journal, in einem Change Management Journal. Da kommt dann bald was. Also ich meine, als Systemtheoretiker glaubt man ja an diese Theoriepraxis, an dieses Schisma nicht. Oder anders zumindest an diese Unterscheidung. Und das leitet an sowohl meine Schreibarbeit als auch das, was ich in der Lehre mache eben. Ja, ja. Aber nochmal zurück zu unserer Ausgangsfrage. Ne? Jetzt hast du ja gesagt, du würdest eher die Hypothese aufstellen, ja, es werden sich Strukturen verändern, wenn wir sagen Struktur als übergreifender Begriff für Entscheidungsprämissen. Ich nenne das auch gern Spielregeln, ne, weil das so schön eingängig ist, diese Metapher, die Organisation als Spiel zu betrachten oder auch einfach zu sagen, Organisationen spielen ein bestimmtes Spiel nach bestimmten Spielregeln. Und jetzt ist ja die Frage, spielen sie jetzt nach Corona wohlmöglich ein anderes Spiel? Und das hat ja auch ganz stark damit zu tun, ob Geschäft eigentlich noch gibt nach Corona. Also mal angenommen, sie kehren zurück, die Leute, an ihren Arbeitsplatz und merken, aha, interessant, wir haben weniger Wettbewerber, wir haben auch ein paar weniger Kunden, aber irgendwie ist eigentlich alles noch so ungefähr wie vorher. Dann werden sie ja wahrscheinlich sehr schnell wieder zurückfallen in ihre Routinen, die sie kennen und alles so machen wie vorher. Wenn sie natürlich zurückkommen und sehen, wir produzieren jetzt nicht mehr wie Trigema T-Shirts, sondern wir produzieren hier immer noch Atemschutzmasken und sind vielleicht in ganz anderen Märkten unterwegs, dann werden sie ja wahrscheinlich auch ein anderes Spiel spielen und dadurch dann vielleicht auch andere Spielregeln und Strukturen ausbilden. Also da bin ich mir im Moment, diskutiere ich noch mit mir selbst, welche Hypothese ich eigentlich aufstellen mag, ja. Aber es ist, ich finde es schon interessant zu sehen, dass, wenn man jetzt im Moment mit den Unternehmen spricht, sehr viel Stimmen in die Richtung gehen, ja, während Corona haben wir das jetzt alles anders gemacht, aber jetzt ist eigentlich schon wieder fast alles wie vorher oder jetzt ist ja eigentlich schon wieder, schwappen wir schon wieder zurück zu unseren ursprünglichen Routinen. Ja, auf eine Art tröstlich, nur ob es eben langfristig tragfähig ist. Wir wissen ja nicht, ob die Krise vorbei ist. Im Sinne von, es flackert ja immer wieder, es flackern immer wieder Leuchtfeuer von Infektionen auf und wir wissen auch nicht, ob nach diesem Virus nicht der nächste Virus kommt. Also es ist gut möglich, dass ein Damm gebrochen ist in Richtung einer neuen gesamtgesellschaftlichen Faszination für Viren und einem breiten Konsens, dass man dann eben sofort Einschränkungsmaßnahmen vom Stapel lassen soll und dass man sich an sie hält. Also da kann sich schon langfristig was geändert haben. Ich glaube aber, selbst wenn sich nicht viel geändert hat, haben wir, denke ich, trotzdem, war von Lernen die Rede, aber zumindest gibt es eben die Beobachtung, dass man mal für einen kurzen Moment mit den etablierten Beobachtungswerkzeugen oder Perspektiven an die Wand gefahren ist. Also wirklich komplett überrascht wurde von einer Sache, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Obwohl, wenn man in die Geschichte der Krise guckt, die Zeichen ja da gewesen wären. Ich meine, bis hin zu diesem Event 201, dieser Simulation von John Hopkins University Gates Stiftung und also auch unter Beteiligung der WHO, da wurde das ja schon gespielt, da wurden die Blaupausen entwickelt. Das Skript im Prinzip, nachdem sich die Corona-Krise dann auch abgespult hat, in Ermangelung anderer Skripts womöglich, das wurde da ja schon entwickelt. Und das war auch nicht zum ersten Mal, dass das Thema mit einer gewissen Energie versucht wurde,
in der breiten Bevölkerung zu etablieren. Also man hätte das auch schon ahnen können, wenn man eben die entsprechenden Werkzeuge als Organisation, und offenbar sprechen wir vornehmlich über Betriebe, also über wirtschaftliche Organisationen, mit den entsprechenden Werkzeugen hätte man da schon was ahnen können. Aber dafür braucht man eben breitere Werkzeuge, denke ich. Ja, was ich mich auch gerade noch frage, ist, eigentlich können doch Organisationen nur gestärkt aus der ganzen Sache hervorgehen, wenn sie es denn jetzt überleben. Denn das, was ja eigentlich passiert ist, dass sie plötzlich mehr Wahlmöglichkeiten haben. Also um es mal positiv zu formulieren. Ja? Also wenn wir jetzt nochmal mit Heinz von Förster sprechen, Handel steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird, dann kann man ja beobachten, ja, Organisationen haben aktuell mehr Wahlmöglichkeiten, denn sie müssen plötzlich zwischen noch viel mehr Dingen entscheiden. Und wenn es nur die Frage ist, machen wir das Meeting jetzt demnächst virtuell oder treffen wir uns wieder präsent, was vorher überhaupt keine Frage war. Gleichzeitig wurden natürlich einige Türen geschlossen. Also ich meine, im Kontext der Lufthansa-Rettung wurde ja auch viel über Staatsbeteiligung gesprochen. Das schließt natürlich auch wieder Türen. Oder diese Idee, dass man jetzt, dass man quasi organisationale Entscheidungsprogramme vor allem dann, wenn eben staatliche Förderung oder Hilfe im Spiel ist, konsequent auf Nachhaltigkeit, also ökologische Nachhaltigkeit umbaut, das schließt ja dann auch wieder Türen. Ja, also das stimmt. Da ist ja dann nicht ökologisch keine Option mehr. Ja, das ist richtig. Also es ist, und gleichzeitig frage ich mich, ob eben trotzdem in der Wirklichkeitskonstruktion der beteiligten Akteure eben dieses Mehr an Unsicherheit eben auch dadurch entsteht, dass sie eben wirklich noch viel stärker spüren, dass sie es eben nicht wissen können, was richtig ist. Und dass sie eben gefühlt mehr Möglichkeiten haben, auch wenn andere Türen zugegangen sind. Ja. Also das wäre, ist eben so die Frage, ob das nicht intelligenzvermehrend ist. Also wenn man überhaupt von organisationaler Intelligenz sprechen kann. Ne? Aber quasi da jetzt einmal durchzugehen und es mal so stark zu erleben, wie Entscheidungen Unsicherheit absorbieren, das ist ja wie so eine, das ist ja wie so mit einem Brennglas draufgehalten. Das, was sonst ja im Kleinen passiert oder unbemerkt passiert, gelangt halt jetzt ins Bewusstsein. Und da finde ich es schon spannend zu gucken, werden dadurch dann in Zukunft auch intelligentere Entscheidungen möglich? Also es wäre ja zumindest ein Hoffnungsschimmer, wenn das so wäre. Ich denke, was möglich ist und was ich vielleicht auch langfristig ohnehin nicht hätte vermeiden lassen, ist, wie soll ich sagen, wir arbeiten viel mit dem Begriff der Multifunktionalität, also einer Perspektive, die eben nicht nur die Politik und die Wirtschaft in der Regel in den Blick nimmt, sondern eben alle relevanten Funktionssysteme. Das hängt natürlich vom Geschäftsmodell ab. Also nicht jedes Geschäftsmodell muss jedes Funktionssystem im Auge behalten oder jede Organisation. Also nicht jede Organisation muss jedes Funktionssystem im Auge behalten, aber dass man da eine multifunktionalere, eine breitere Perspektive hat, das kann in der Tat Vorteile haben. Also wir haben auch mit dem Begriff des multifunktionalen Geschäftsmodells gearbeitet und dafür auch ein paar Beispiele aufgezeigt, wie man eben, wenn man aus dem politökonomischen Tellerrand oder über den politökonomischen Tellerrand rausguckt, wie man dann auf ganz neue Geschäftsideen kommt, die vorher eben, die einem sonst einfach nicht, also die man nicht erkennen kann ohne diesen erweiterten Blick. Ja. Und ich denke, dass eben jetzt die Corona-Krise mit ihrer Überpopularität von oder mit diesem starken Fokus auf Gesundheit und nebenbei auch auf Wissenschaft, das ist einfach ein Case für die Wichtigkeit von einer multifunktionaleren Perspektive. Ja, das finde ich einen super Punkt, Steffen, denn da kommt es mir manchmal so vor, sind Organisationen eigentlich schon recht fortschrittlich im Vergleich zu politischen, also sind wirtschaftliche Organisationen schon fortschrittlich im Vergleich zum politischen. Denn in Organisationen, wenn wir jetzt so diese ganzen New Work, Agilitätsbewegungen und so weiter anschauen, dann haben die ja auch eins gemeinsam, nämlich Kunden oder relevante Umwelten werden sehr viel früher einbezogen und sehr viel stärker mitgedacht. Ja, und da gibt es dann zum Beispiel auch Konferenzen, wo dann auch Vertreter von anderen Funktionssystemen eingeladen werden, ne, um zu gucken, ja und nein. Wie schaut denn ihr auf uns?
Und trotzdem ist dann natürlich, wenn man sich jetzt so Stakeholder-Management-Tools anguckt, dann zum einen guckt man da ja immer auf die lautesten. Also da ist ja Stakeholder-Salience, also die Lautstärke der Stakeholder-Gruppe ist da so ein Keyword. Also man guckt auf die lautesten und aber auch vor allem dann doch immer wieder in den klassischen Modellen und auch in den neueren Derivaten in der Regel auf politische und ökonomische Akteure. Und dann patcht man noch so ein Container-Konzept wie Civil Society oder so drauf, was dann alles sein kann. Aber auch ein bisschen verwischt natürlich. Was wäre denn deine Empfehlung? Wen sollte man denn mal einladen? Nicht einen Verdächtigen. Das hängt sehr stark vom Geschäftsmodell ab. Ich meine, wenn ich in Katar in 2022 ein Business haben möchte im Kontext von dieser Fußball-Weltmeisterschaft, dann brauche ich ein anderes Tool, als wenn ich hier in den Wasserstoffhandel oder die Wasserstoffproduktion in Deutschland einsteigen möchte. Also ja, bei einem Sportereignis ist natürlich Sport ein Fokus. Und wenn ich in Katar bin, dann muss ich Religion mitschwingen lassen. Ja, dann ist die Frage, ja, können weibliche Spieler, welche Trikots können die überhaupt tragen und solche Sachen, das ist ja alles relevant. Was aber allerdings nicht relevant ist, wenn ich eben in die Wasserstoffproduktion in Deutschland nach der Corona-Krise einsteigen will. Also wir brauchen da in dem Sinne dann auch agilere Tools, um das Wort aufzugreifen, Tools, die sich eben dem avisierten Geschäftsmodell anpassen können und die Organisation aber gleichzeitig auch immer zumindest im Hinterkopf die Möglichkeit offen lassen, dass man auch mal den Fokus wechselt und zum Beispiel eben auch mal fragt, welche Rolle hat denn Religion? Also was ist mit religiösen Stakeholdern, auch in der säkularen Welt? Ja, das wäre dann so eine dieser leisen. Genau. Ja, es bleibt ja meistens unsichtbar in Organisationen, wie es zu Entscheidungen kommt. Also es wird ja häufig einzelnen Personen zugerechnet, ne? So nach dem Motto, er oder sie hat jetzt so entschieden. Dabei sind es ja Entscheidungsprozesse. So, und da sind ja so viele kleine Dinge dran beteiligt, wie es jetzt zu einer Entscheidung kommt. Und wenn man dann nämlich, also die Empfehlung wäre ja, ich weiß nicht, ob du der folgen würdest, dass viel stärker reflektiert werden sollte, wie eigentlich entschieden wird. Also auf welche Art und Weise kommt man zu einer Entscheidung? Und da auch jetzt aktuell es ein guter Zeitpunkt wäre, Entscheidungsprozesse nochmal zu überdenken. Na, also warum entscheiden wir eigentlich so, wie wir es tun? Sicherlich. Natürlich würde jetzt so eine radikale Transparenz auch ein bisschen die Möglichkeit nehmen, genau das zu tun, was überall immer gefordert wird, nämlich mit Werten zu führen oder mit auf Grundlage von Werten in Anführungsstrichen zu entscheiden, weil Werte sind eben das, was sich von selbst versteht oder wo eine kleine Andeutung, also genau wie du es gerade eben angedeutet hast, wo quasi ein Ton oder wo wir halt auch im Bereich der Selbstverständlichkeiten sind, ja, wo einfach nur ein Zeichen, eine Geste, ein Ton genügen, um zu aktivieren, da war ja was sich von selbst versteht und dann muss auch nicht mehr explizit entschieden werden. Und ich denke einfach, dass im Alltag von Managern dieses Rekurrieren auf Werte natürlich eine hohe Rolle spielt. Wer das also wenn dann ich weiß, so, ja. Wenn ich weiß, dass jemand extrem fleißig ist, wie wir so sagen, vom Charakter her, also wenn für diese Person wirklich das einfach zum Wertkorsett dieser Person gehört, dann kann ich das ja triggern, ohne dass ich da viel sagen muss. Ganz subtil. Ja, nun reden wir ja bei Organisationen eigentlich weniger von Werten, sondern wenn wir auf Entscheidungsprämissen schauen, eher von Kultur. Also von kulturellen Spielregeln. Ja, absolut. Wo ist der Unterschied für dich? Na, ich meine, also prinzipiell kann man eigentlich von der Faustregel ausgehen, dass wenn man eine Entscheidung beobachtet, kann man keinen Wert beobachten und umgekehrt. Also Werte und Entscheidungen, die canceln sich gegenseitig. Ja, weil im Prinzip der Wert, der cancelt einfach, der neutralisiert Alternativen. Wenn für mich eben es ein Wert ist, dass ich treu bin, dann gehe ich nicht fremd. Dann gibt es da keine Entscheidung. Ja? Dann ist Treue keine Entscheidung, sondern ein Wert.
wenn es eine Entscheidung ist, dann ist es kein Wert, dann ist es eine Option. Ich kann treu sein oder ich kann eben fremd gehen. Also in dem Sinne, natürlich, wenn wir jetzt ganz streng sind, gibt es erstmal in Organisationen natürlich keine Werte, sondern nur Ketten von Entscheidungen. Allerdings ist natürlich im Spielen dieser Managementrolle, da kommen Werte dann schon ins Spiel. Ja, ich finde es interessant, dass du das nochmal so, weil ich habe also für mich wiederum den Begriff Werte in letzter Zeit gecancelt, weil ich irgendwie dachte. Ich auch. Ich. Aber jetzt kommen sie nochmal neu. Aber, ja. Nein, sie kommen ja als Erwartung. Also jetzt ja. Eben auch wieder, ich habe diese Rettungsmaßnahmen da angesprochen. Ich habe auch bei diesem Blog da im Karl-Auer-Verlag das Anhalten der Welt mal geschrieben, ganz am Anfang, dass es natürlich eine ganz tolle politische Strategie ist. Ja, erst reinschubsen durch den Lockdown, also erst das Problem, das wirtschaftliche Problem erzeugen und dann retten und dann die Rettung an Bedingungen knüpfen. Ja. An Political Correctness quasi, ja. Ja, also auf nochmal einer ganz neuen Art. Das ist natürlich schon ein nettes Spiel. Aber da wird ja zumindest auf der rhetorischen Ebene von der Organisation wertorientiertes Verhalten verlangt. Obwohl es eigentlich ja wahrscheinlich eher politikorientiertes Verhalten ist. Aber es wird so getan, als gibt es in der Gesellschaft Werte wie eben Ökologie. Daran glauben wir alle oder daran haben wir alle zu glauben. Das ist ein Kandidat für den Letztwert zurzeit, dass wir alles tun, um Gaia zu schützen oder ihr zu huldigen oder wie auch immer. Also das ist ja so ein Konsens in der Gesellschaft oder nah dran, sag mal, dass wir gegen den Klimawandel kämpfen müssen. Also in dem Sinne wird ja verlangt, dass Organisationen sich an Werten orientieren. Ja, an Werte wird natürlich auch häufig appelliert, wenn irgendwie eine Art Hilflosigkeit da ist, was denn jetzt eigentlich zu tun ist. Also so erlebe ich das häufig, ja. Absolut. Und um es noch chaotischer zu machen, ist ja in dem Moment, wo wir über Werte diskutieren, der Wert schon gar nicht mehr wirklich da. Mhm. Also ich habe heute schon mal in einem anderen Kontext gesagt, es gibt keine Konferenzen über das Für und Wider von Pädophilie. Ja, und das ist ein Hinweis dafür, dass unser Pädophilie-Tabu tatsächlich, da steckt ein Wert dahinter. Ja? Das lässt sich nicht diskutieren. Ja. Das ist einfach für alle furchtbar. Aber sobald man eben sagen kann, ja, Freiheit oder Leben, Freiheit oder Tod oder was hat da jetzt Vorrang, da sind wir ja schon wieder im Spielfeld der Entscheidungen. Ja. Und dann haben wir da keine Werte. Ich finde es wirklich spannend. Also Organisationen gehen ja mit Werten eigentlich eher etwas kontraproduktiv um, finde ich. Ne? Weil bei Werten ist man dann schnell bei Leitbildern und bei irgendwelchen Versprechen, wie man denn eigentlich gerne sein würde. Und alle wissen, so sind wir nicht. Ne? Also das ist dann ja häufig so ein eigentlich sehr ins Soll gesprochener Anspruch an die Organisation, der dann dazu führt, dass die Beteiligten sich zynisch abwenden und sagen, ja, alles klar. Ne? Aber natürlich sind Werte, wenn wir den Begriff jetzt weiter mitführen, sind natürlich da und sie werden eben handlungsleitend und führen eben dazu, dass in bestimmten Situationen gar nicht wieder gefragt werden muss. Es muss nicht jedes Mal wieder neu aufgerollt werden, ist es jetzt so oder so. Aber diese Werte werden ja in der Regel gar nicht reflektiert im Ist, ne? Sondern man ist dann sehr schnell so in diesen Soll-Beschreibungen. Das finde ich eigentlich schade. Und es wäre aber sicherlich sehr gut zu reflektieren, okay, was sind denn eigentlich Werte, nach denen wir als Organisation handeln und wie eingebettet sind die denn eigentlich in den Kontext unserer Gesellschaft? Und natürlich sind sie dort eingebettet, aber wo entscheiden wir vielleicht eben auch auf eine ganz eigene Art und Weise und machen das für uns zu einer Überlebensfähigkeit so? Ja, natürlich. Also das Äquivalent für Werte in Organisationen wären ja der Kulturbegriff mehr oder weniger diese unentscheidbaren Entscheidungsprämissen. Also das, was gesetzt ist oder pfadabhängig läuft oder eben mehr oder weniger unreflektiert, um die Metapher zu gebrauchen. Ja. Ansonsten muss man Organisationen komplett in Schutz nehmen. Also ich meine, diese Idee, dass man von Organisationen wertorientiertes Verhalten verlangen kann, das ist... Die Idee ist
die ist leicht mittelalterlich, diese Idee. Nein, das ist in der Moderne einfach nicht mehr denkbar. Also in der Moderne ist einfach wir sind in dieses Meer von Entscheidungen gefallen und erst seitdem eben die Entdeckung der Alternative sich vollzogen hat, wird Organisation notwendig und Organisation durch ihr permanentes Entscheiden deuten ja immer wieder auf neue Alternativen hin und erzeugen somit mehr Alternativen, weswegen wir mehr Organisation brauchen. Und das gibt eben heute fast kaum, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, echte Werte. Es gibt viel Gerede über Werte. Ja. Also ich habe einfach mal ganz am Anfang meiner Managementkarriere, ich bin ja von Haus aus eigentlich Soziologe, aber als diese Umstellung dann kam, musste ich plötzlich ganz wichtige Managementartikel schreiben und einer meiner ersten Versuche in die Richtung war eben, dass ich mir eben Mission Statements genommen habe von sehr nachhaltigen Organisationen, also gelisteten börsennotierten Unternehmen, die aber quasi so eine Art Ökosiegel bekommen haben. Und meine Vermutung war, dass ich Spuren von deren Mission Statements auf der Webseite auch in anderen Organisationen finden lassen. Und was ich aber dann entdeckt habe, ist, dass es wirklich eine ganze Reihe von wortwörtlichen Copies und Pastes gibt. Ja, so, das ist eine ganze Reihe. Gar nicht, ja. Aber es ist wirklich Copy-Paste. Und das sind teilweise große Unternehmen. Ich meine, das sind auch manchmal kleine Beratungsunternehmen, zwei Mitarbeiter, die hatten die Kapazitäten nicht, die haben schnell was kopiert oder so, ja. Aber es geht bis hin zu mehreren, also 50, 100 Mitarbeitern, ja. Und die nehmen sich einfach von einem coolen, hippen, grünen, börsennotierten Unternehmen, das Mission Statement, und ziehen sich es auf die eigene Webseite, ja, und tauschen nur den Namen aus. Und das nehme ich dann nur als Beispiel, um eben auf diesen Unterschied hinzuweisen zwischen Wertkommunikation und Kommunikation über Werte. Ja. Weil ich meine, die Kommunikation über Werte ist in beiden, auf beiden Webpages dieselbe. Ja. Heißt, genau derselbe Text. Seite, ja, genau. Aber die Wertkommunikation, wenn ich quasi das Mission Statement, wenn ich quasi die Kommunikation über Werte von jemand anderem einfach nur kopiere, dann sage ich ja eigentlich, dass mir der Wert total wurscht ist. Genau. Ja, und deswegen ist die Wertkommunikation in beiden Fällen eine andere. Bei dem ersten Originalunternehmen sozusagen, da können wir noch vermuten, dass es vielleicht irgendwie Korrespondenz hat mit den Entscheidungsprämissen, mit der Kultur, mit was auch immer. Da können wir die Hoffnung noch haben. Im anderen Fall ist klipp und klar, das ist noch nicht mal Heuchelei, das ist einfach nur schlecht gemacht. Das ist Wurstigkeit, ja. Und die ist dann die eigentliche Message, die man quasi, das ist die eigentliche Wertkommunikation. Ja. Ja, total spannend. Also da könnten wir jetzt, glaube ich, noch mal eine ganze Podcast-Folge dazu machen. Da bewegen wir uns ja auch so in Richtung dieser Purpose-Debatte. Wo man ja auch jetzt noch mal schauen kann, nimmt das eigentlich einer Organisation die Elastizität, ja, also zu sagen, wir haben den und den Zweck oder wir gehen hier und dafür, wäre ja die Frage, erhöht oder vermindert das eigentlich die Zukunftsfähigkeit einer Organisation? Es würde quasi die Organisation institutionalisieren, also in dem Sinne, dass das wäre ein Perspektivenwechsel in der Selbstbeschreibung von dem, was wir da haben, oder auch in der Fremdbeschreibung. Es wäre einfach auch in diesem Sinne so ein Schritt zurück ins Mittelalter, in eine Situation, wo eben Entscheidungsalternativen verschlossen werden und die Dinge sind, wie sie sind. Ja, man fragt sich immer, warum die Leute im Mittelalter das mitgemacht haben und die ganzen Ungerechtigkeiten und warum sie nicht aufbegehrt haben und so weiter und so fort. Aber ich meine, für die Menschen, Die haben die Alternative nicht gesehen. Es gab kein Leben alternativ zu Gott. Es gab kein Leben außerhalb der Pyramide. Die haben die Pyramide noch nicht mal in dem Sinne als Pyramide gesehen. Das war kein Käfig, wie wir es heute sehen. Und selbst die Französische Revolution wollte ja nicht die neue Welt. Die wollte Revolution, die wollte zurück in das, wie es ursprünglich gedacht war, in das Gute, in die gute alte Zeit sozusagen. Ja, ich, wie du sagst, es ist eine Frage der Alternativen und wenn natürlich als Tausch zur Nichtkonformität nur mein Leben zur Verfügung steht, dann weiß ich eben, wie ich entscheiden muss. Im Mittelalter war das sicherlich so. Ja. Und das haben wir jetzt ja auch ein bisschen, nicht? Also das Spiel wurde gespielt. Im Tausch für die Freiheit musst du dein Leben riskieren, ja.
weil der Virus dich ja packen könnte. Ein großer Spannungsbogen bleibt auf jeden Fall, wie das weitergeht und was alles noch passieren wird. Ich danke dir, lieber Steffen, für deine Zeit und das schöne Gespräch. War mir ein Vergnügen.